Zum Tag der Pflege wünsche ich mir, dass wir weiter auch die nächsten Jahre ganz viele Kolleginnen und Kollegen in der Pflege begrüßen können, weil es ist wirklich ein grandioser, sicherlich herausfordernder und anspruchsvoller, aber eben auch der wirklich schönste Beruf der Welt. Also ich wünsche mir, dass dieser Tag der Pflege ein Startschuss ist für die Pflege, ein Startschuss ist für eine starke Pflege, für eine Pflege, die sich politisch engagiert, um halt für bessere Bedingungen einzustehen und für diese besseren Bedingungen zu kämpfen. Ja, Pflege bedeutet für mich Teamarbeit und ich wünsche mir für mein Team bessere Rahmen und Arbeitsbedingungen. Die Pflege ist eine eigene Profession, die ein hohes Standing hat, so viel Fachkompetenzen, Sozialkompetenzen mitbringt und dass die Gesellschaft einfach mitbekommt, was wir für einen großen Koffer mitbringen, um Menschen gesund zu pflegen. Wir vertreten das Gut der Gesellschaft Gesundheit, Wohlbefinden, Teilhabe, Selbstständigkeit und damit sind wir sehr, sehr zentral an der Gesellschaft und das möchte ich in Wertschätzung umgesetzt sehen. Ich wünsche mir, dass wir Stolz entwickeln können in unserer Berufsgruppe, dass wir sagen können, ich bin stolz, eine Pflegende zu sein, ich wünsche mir mehr Zusammenhalt und ich wünsche mir, dass diese Bewegung, die wir gestartet haben, dass die so groß weitergeht und wie ein Schneeballeffekt sich weiterentwickelt. Also das ist für mich der schönste und der beste Beruf, den es gibt, weil es gibt nichts Schöneres und nichts Wichtigeres, als mitzuhelfen, dass es einem Menschen besser geht, der krank ist. Ich habe hier in Bethel gelernt und habe hier auch mein Betheljahr gemacht und bin dadurch quasi zur Krankenpflege gekommen und habe es keine Sekunde bereut. Ich nehme wahr, dass deutschlandweit sehr viele Aktionen im Moment am Laufen sind, wo die Pflege aufsteht und macht sich für die Pflege selber stark und das freut mich sehr. Es ist auch schon so, dass die Pflege mehr in den medialen Fokus rückt, aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Und es ist schon eine andere Form von Aufmerksamkeit und auch Wertschätzung. Aber es ist erst der Anfang. Yeah!